Fassen wir nochmal gemeinsam zusammen, was es bedeutet, wenn wir sagen, Ayurveda ist eine transdiagnostische Therapie. Diesen Satz, den kennt ihr schon aus den letzten Seminaren, aus den letzten Monaten, wo ich immer mehr diese Idee in den Mittelpunkt gestellt habe. Was bedeutet es, Ayurveda ist eine transdiagnostische Therapie? Das bedeutet, dass wir im Ayurveda den Namen einer Erkrankung nicht unbedingt kennen müssen, um sie behandeln zu können. Das ist ein Unterschied zur westlichen Medizin. Wer von euch Medizin studiert hat, der hat natürlich einzelne Krankheitsbilder im Detail studiert. Er hat sich mit der Ätiologie beschäftigt, mit der Pathogenese beschäftigt, er hat das klinische Bild gelernt, er hat die diagnostischen Grundlagen zum Krankheitsbild gelernt und er hat die Therapeutik gelernt. Das ist teilweise sehr qualvoll, weil es gibt natürlich Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Erkrankungen, die man in diesem Kontext einzeln erlernen muss mit den jeweiligen Fachbereichen. Da hilft uns der Ayurveda. Der Ayurveda ist hier etwas einfacher gestrickt, denn er denkt transdiagnostisch. Wenn wir erfassen, welche Dosha, welche Dushya angegriffen haben, also welche Täter, welche Opfer gefunden haben und welche Tat entstanden ist, also welches Roga, welches Vyadi, welche Krankheit entstanden ist, dann können wir diese Störung behandeln. Das heißt, wir müssen die Pathogenese im ayurvedischen Sinne, die sogenannte Samprapti, kennen, um die Störung behandeln zu können. Wir müssen nicht den Namen der einzelnen Krankheit kennen. Und viele Krankheiten, die eine ähnliche Samprapti haben, werden auch ähnlich behandelt. Das heißt, wir haben die Kernkonzepte innerhalb der Strukturen und Funktionen, die wir uns anschauen. Wie sieht es aus mit Dhatu, Upadhatu, Mala, Srotas, also unseren Hauptgeweben, den Nebengeweben, den Abfallstoffen, den Kanälen? Wie sieht es aus mit Vata, Pitta, Kapha und den Unterarten und den 13 Arten von Körperfeuer, dem sogenannten Agni? Das analysieren wir individuell. Wir gehen hinein in die Frage, welche Krankheitswege sind betroffen. Wenn wir diese gesamte Konstellation, dieses Krankheitsmodell verstehen, dann können wir die Störung behandeln. Das ist gemeint mit Ayurveda als transdiagnostische Therapie. Die transdiagnostische Behandlung entlastet Therapeuten, sich mit der Behandlung jeder Störung einzeln vertraut machen zu müssen. Natürlich haben wir auch im Ayurveda einzelne Störungen, die gerade im Kaya Chikitsa Kapitel schon in der Chataka Samhita definiert wurden. Und im Ayurveda Studium in Indien lernt man die ja auch einzeln. Ja. Allerdings muss man sagen, sind die nicht wirklich brauchbar, weil die wenigsten dieser einzelnen Krankheitsbeschreibungen heute auf die Patientenfälle wirklich passen. Das heißt, wir gehen nicht so vor, dass wir diagnostisch die Namen der Krankheit, so wie er in der Chataka Samhita beschrieben wurde, suchen, um dann dort das Disease Management Program zu finden gegen diese Krankheit, sondern wir versuchen mit den ayurvedischen Parametern die Störung zu verstehen und sie dann mit den ayurvedischen Methoden zu behandeln. Das ist ein grundsätzlich anderes Vorgehen, als wir es in der westlichen Medizin kennen. Stattdessen müssen wir nur die Grundkonzepte von, was müsst ihr kennen? Ihr müsst natürlich Roga Karana kennen. Das heißt, das Wissen um die Ätiologie und vor allem das Wissen um die Ursachen, die verschiedenen Ebenen der Ursachen einer Erkrankung, das sollte auf jeden Fall sitzen. Roga Karana sind die Kausalebenen. Hier habt ihr zum Beispiel auch ein Video bei uns auf dem YouTube-Kanal, da könnt ihr die Kausalebenen euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Wir unterscheiden ja drei Kausalebenen, ja, das heißt also, wenn eine Krankheit entsteht als Endpunkt sozusagen, also Vyadi, als Störung, als Krankheit, dann wissen wir, dass Vyadi im Hintergrund natürlich Dosha Dushya Samurjana hat, also die pathologische Verbindung von Dosha mit Dushya, dass dahinter Dosha Vritti steht, die Zunahme von Dosha in 6 Stadien. Im 5. Stadium sind wir dann in der Krankheit selber. Und dass die erste Kausalebene, die dafür verantwortlich ist, Dosha in die Aggravation zu bringen, diese erste Kausalebene Mithya Ahara Vihara ist, die unzuträgliche Ernährung und die unzuträgliche Lebensweise. Das ist die erste Kausalebene. Hinter dieser Kausalebene 1 steht die Kausalebene 2, das ist Pragyaparada, das Versagen unserer Intelligenz, die Defizienz von Sattva und die Zunahme von Rajas und Tamas, mit der Folge der teilweisen oder vollständigen Inaktivierung unserer geistigen Fakultäten, wie zum Beispiel Buddhi, Dritti und Smriti oder die anderen Fakultäten, die außer Kraft gesetzt werden.
Das führt dann dazu, dass die Kausalebene 1 entsteht, nämlich entsprechend die Ernährung und der Lebensstil unzuträglich werden. Das heißt, der Geist ist immer mit im Boot in der zweiten Kausalebene. Und dahinter steht dann die tiefste dritte Kausalebene, die schon metaphysische Dimensionen annimmt, Avidya genannt, also die Unwissenheit, die zugrunde liegende Unwissenheit, die eigentlich überhaupt erst dazu führt, dass in unserem Geist eine Sattva-Defizienz entsteht und dass sich überhaupt Rajas und Tamas ausprägen und entwickeln können. Ja, also dieses Verständnis der Kausalebenen, dieses Grundverständnis von Roga Karana ist ganz wichtig. Dann geht ihr immer wieder in das Denken hinein, was hat Chataka beschrieben, welche drei Ursachen grundsätzlich von Krankheit gibt es. Da finden wir dann auch nochmal Pragyaparada, aber wir finden natürlich auch Parinama, wir finden die jahreszeitlichen Kriterien, überhaupt zeitliche Faktoren, klimatische Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Und bei Chataka wurden ja auch nochmal explizit die Sinne mit ins Boot geholt. Denkt an dieses wunderschöne Sanskrit-Wort Asatmi Endri Artha Samyoga, die unzuträgliche Beziehung der Sinne mit ihren Objekten als eine wichtige Ursache für die Entwicklung von Krankheit. Also auch das immer im Hinterkopf zu halten, wenn wir von Krankheitsursachen sprechen. Roga Karana. Dann braucht ihr die entsprechende diagnostische Kompetenz, das heißt die Fähigkeit, Krankheit diagnostizieren zu können, und zwar sowohl durch die Anamnese befragen und differenziert befragen zu können, damit wir dann anamnestisch zum Ergebnis kommen, welche Dosha stehen beispielsweise im Mittelpunkt, welche Dosha wurden angegriffen. Hinzu kommt natürlich im Falle von Nidana die Untersuchungsmethodik. Na, da könnt ihr euch immer ganz gut an der achtfachen Untersuchung, Ashtavida Pariksha oder Ashtasthana Pariksha genannt, an der achtfachen Untersuchung orientieren. Ja, dass ihr also versucht, nach Möglichkeit die Untersuchung mit der Anamnese zu verbinden. Hier nochmal als kleine Erinnerung, die Anamnese ist in den ersten 5 Praxisjahren deutlich im Vordergrund, wird bei euch wahrscheinlich 80-90% der Bedeutung ausmachen für die spätere Therapiekonzeption und Planung. Und je länger ihr in der Praxis agiert, je mehr Patienten ihr untersucht habt, desto relevanter werden irgendwann auch die Untersuchungsverfahren. Setzt bitte nicht in den ersten 5 Jahren sehr stark auf eure Untersuchungsergebnisse, weil die Ergebnisse sehr häufig einfach noch nicht richtig sind. Das heißt, ihr seht noch Dinge, die nicht wirklich der Realität entsprechen. Gerade Themen wie Pulsuntersuchung spielen da eine sehr wichtige Rolle. Ich sage immer, frühestens ab 1000 Pulsen solltet ihr wirklich den Puls stärker einbeziehen in eure Therapiekonzeption, in die Auswertung und in die Therapieplanung. In diesen ersten 1000 Pulsen, die ihr fühlt, müsst ihr davon ausgehen, dass ihr erstmal mit euch selber beschäftigt seid. Erstmal damit beschäftigt seid, Pulse zu differenzieren, Eigenschaften am Puls wirklich wahrzunehmen und Pulse zu vergleichen. Weil wir lernen ja durch den Vergleich. Ja, und euch vor allem zu entscheiden, was ihr genau diagnostisch wahrnehmt, das auch zu notieren, zu protokollieren, ganz wichtig, und dann bei den nächsten Terminen jeweils den neuen Befund mit dem letzten Befund zu vergleichen. Und darüber werdet ihr diagnostisch und untersuchungstechnisch immer kompetenter. Nidana also die Kenntnis der Diagnostik. Dann haben wir Nidana Parivarjana als das erste therapeutische Konzept oder der erste therapeutische Inhalt. Nidana Parivarjana ist, wie ihr alle wisst, das Vermeiden der ursächlichen Faktoren. Das heißt also, wenn wir verstanden haben, welche etiologischen Faktoren hinter der immunologischen Problematik stehen, dann können wir versuchen, diese abzustellen. Wir versuchen also, die Ursachen herauszufinden, die Ursachenkomplexe, muss man heutzutage sagen, weil die meisten Ursachen sind ja nicht mehr monokausal, sondern sind eben aus verschiedenen Bereichen stammend. Wir haben einige Ursachen, die wir in der Ernährung finden, wir haben einige Ursachen, die wir im Lebensstil finden und wir haben viele Ursachen, die wir im Geist vorfinden. Das sind die drei Gruppen, in denen wir suchen, in denen wir forschen. Ernährung, Lebensstil und Geist. Und da suchen wir nach den Ursachen, die direkt die Beschwerdelage immunologisch triggern. Nehmen wir einen Autoimmunpatienten, wenn der einen Schub hat beispielsweise, stellen wir uns die Frage, was löst einen Schub aus? Sehr häufig sind es mentale Impulse. Aber es könnte ja auch sein, dass es ein Lebensmittel ist. Ja, nehmen wir mal die sauren Lebensmittel, die bei Rheumatikern mit einer rheumatoiden Arthritis häufig den akuten Schub provozieren. Dann gilt es natürlich, in Nidana Parivarjana diesen Menschen klarzumachen, ich weiß, Sie haben Ihren Johannisbeerstrauch und den lieben Sie im Garten und den wollen Sie auch jedes Jahr ernten, aber verschenken Sie Ihre Johannisbeeren bitte. Für Sie, Frau Müller, sind diese Johannisbeeren nicht geeignet. Ja? Ich spreche jetzt einfach aus der Erfahrung, weil ich habe eine Patientin, die heißt nur nicht Frau Müller, ja, das ist jetzt einfach nur mein Avatar. Ich habe eine Patientin, die immer wieder durch ihre sauren Beerenfrüchte aus dem Garten Rheumaschübe provoziert hat.
Ja, also das ist nicht nur eine Theorie, die irgendwie von langbärtigen Indern vor 2000 Jahren formuliert wurde. Es ist praktische Realität, die wir erleben können in der Arbeit. Oft reicht natürlich jetzt die Johannisbeere alleine nicht aus. Da kommen noch mehrere Faktoren zum Tragen. Aber vielleicht ist dann eben die Johannisbeere der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ja, und den können wir vermeiden. Das heißt, es gilt immer, uns zu fokussieren auf die vermeidbaren Ursachen. Das ist ganz wichtig für eure Arbeit. Versucht nicht, die komplizierten Ursachen umzustellen, abzuändern. Gerade wenn ihr auch merkt, Moment mal, da sind uralte Programme im Geist. Da sind vielleicht psychische Störungen, psychosomatische Themen, die eine Rolle spielen. Die brauchen immer mehr Zeit. Die werdet ihr nicht in Kürze sofort aufheben können. Aber was wir aufheben können, diszipliniert, ist gerade, sind verschiedene Ernährungsgewohnheiten oder auch Lebensgewohnheiten. Stichwort Rhythmus, Stichwort Tagesrhythmus, Arbeitsrhythmus, Ruhephasen, Stichwort Schlafhygiene, Schlafarchitektur, Bewegung. Ne? Alles Faktoren, die eine große Rolle spielen, soziale Kontakte und so weiter und so fort. All das gehört zu Vihara, also zu unserem Lebensstil. Und dort können wir so viele Dinge ganz schnell ändern, mit sehr, sehr starken Auswirkungen im positiven Sinne, auf die Ätiologie. Nämlich wir entziehen der Störung die Grundlage und können dann dafür sorgen, dass die Selbstheilungskräfte uns helfen. Ja, also sehr, sehr wichtig, Nidana Parivarjana. Mir kommt das im Ayurveda immer zu kurz, ich bin ganz ehrlich. Mir kommt das immer zu kurz, dieses Thema. Es wird immer wieder über die richtigen Kräuter gesprochen, es wird immer wieder über die Therapie XY, Panchakarma, Manualtherapie gesprochen. Das ist alles super, keine Frage. Aber wir vergessen manchmal einfach das Feuer abzudrehen. Ja, denkt wirklich an Dosha Vriddhi. Da wird ja immer gerne die Metapher in Indien gegeben mit dem Topf. Mit der Milch. Ne? Die Milch ist das Dosha, was eben steigt, wenn die Flamme, Hetu, die Ursache, weiter eingeschaltet bleibt. Und wir wissen, dass in den ersten drei Stadien von Dosha Vriddhi, von den sechs Stadien, wir die Flamme abdrehen können und die Störung sich selber ausgleicht. Erst ab Stadium 4 müssen wir therapeutisch stärker eingreifen und im Stadium 5 haben wir natürlich dann die manifeste Krankheit. Da muss dann eine therapeutische Intervention stattfinden. Das steht außer Frage. Im Stadium 6 sowieso. Ja? Aber denkt mal wirklich mehr wieder an das Bild, wo kann ich deine Flamme, Frau Müller, ausdrehen? Ja? Welche Flammen, es sind ja meistens mehrere Flammen, sind da wirklich justierbar? Und wir haben immer die Erfahrung, es gibt manche Flammen, die können wir nicht justieren, die kriegen wir vielleicht ein bisschen kleiner, aber wir kriegen sie nicht wirklich ausgepustet. Aber wenn wir natürlich andere Flammen komplett ausmachen würden, dann sorgen wir zwar dafür, dass die Milch noch heiß bleibt, ich bleibe mal bei der Metapher, dass die Milch noch heiß bleibt, aber dass sie eben nicht mehr überquillt und über den Topfrand hinausgeht. Na, weil das ist ja dann die Ausbreitung und die führt dann irgendwann zur Krankheit. Dann haben wir die Gruppe der Shamana-Chikitsa. Kurz zur Erinnerung, Ahara, Vihara, Aushara gehört mit dazu, die Ernährungsmedizin, die Verhaltensmedizin und die Arzneimitteltherapie bzw. hierzulande Supplementierung genannt, also nahrungsergänzende Behandlung. Und wir haben Shodhana-Chikitsa, dazu gehört natürlich im engeren Sinne Panchakarma, die inneren Reinigungsverfahren, Antaha Parimarjana auch genannt. Dazu gehört aber auch die äußeren Verfahren, die Manualtherapie, meistens in die Kurmedizin integriert, Bahi Parimarjana genannt und gegebenenfalls auch die Chirurgie, falls erforderlich. In der Onkologie ist das natürlich erforderlich. Also Shodhana-Chikitsa, die eliminativen Verfahren. Und natürlich Sattva-Vajaya-Chikitsa in der ambulanten Therapie. Wer von euch ganzheitlich arbeiten möchte, glaube ich, ein zentraler Gedanke im Ayurveda. Wir gehen ja davon aus, dass der Geist immer stärker ist als der Körper. Der Geist steuert den Körper, der Körper steuert nicht den Geist. Der Körper beeinflusst den Geist. Aber wir können über den Geist den Körper ganz gezielt beeinflussen und vor allem unser Verhalten beeinflussen. Unser gesamtes Verhalten, ob es das Ernährungsverhalten ist, ob es unser Lebensstil ist, all das hängt von unserem Mindset ab. Und dieser Mindset, an dem müssen wir natürlich ansetzen. Ja, das heißt also, all diejenigen von euch, die wirklich nicht nur rein somatisch therapieren möchten, sondern ganzheitlich arbeiten möchten, und ich gehe mal davon aus, das sind alle, die hier teilnehmen, weil wofür sucht man den Ayurveda auf? Nur um eine gute Kräutermedizin zu machen? Sicherlich nicht, sondern um diesen ganzheitlichen Charakter zu nutzen. Die brauchen auf jeden Fall Sattva Vajaya Chikitsa. Und wenn ihr diese Grundkonzepte immer parat habt und diese Grundkonzepte in jedem Fall integriert, dann seid ihr auf dem allerbesten Weg, ein richtig guter Ayurveda Medical Consultant zu werden, ein Therapeut, der Menschen hilft, Krankheiten zu überwinden.